Servus und hallo zu einem neuen Video mit mir. In diesem Video hier möchte ich dieses Klebeband testen und wieso ich das teste und welches Klebeband es ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ich habe hier das 4333 von Tesa. Das ist ein Präzisionsklebeband und zwar auch noch, es klebt nicht so stark und es klebt vor allem, oder es ist auch gedacht für kritische Untergründe. Und ein Anwendungsfall, den möchte ich heute testen, der ist nämlich, wenn man auf frisch gestrichenen Wänden, ich habe jetzt hier vor circa 1,5 Stunden gestrichen, dann gegen abklebt quasi, wenn man eine Wand bunt absetzen will. Diesen Fall hat man, wenn man zum Beispiel an einem Tag so eine Baustelle komplett abschließen will, dann nicht nochmal herfahren will, dann will man quasi als Beispiel morgens streichen und mittags die Wand hier bunt absetzen oder farbig absetzen. Und genau das möchte ich heute testen. Das Klebeband gibt es hier in verschiedenen Breiten. Ich habe jetzt hier einmal 50 mm, 38 mm und das ist ein 30 mm. Ich werde jetzt hier das 50 mm verwenden, um hier so einen Fries zu machen. Ich klebe dann einfach an der Wand entlang ab und mache dann 5 cm Rahmen quasi. Und dann streichen wir hier mit dieser Farbe. Streichen wir das Ganze, zeige euch gleich mal den Farbton. Ja, genau. Und dann schauen wir, dass die dass wir eine scharfe Farbkante haben. Los geht's! So, jetzt kann es losgehen. Ich habe da oben das Klebeband nochmal ausgetauscht, weil die Stelle, wo quasi das Produktetikett drauf ist, dann etwas zu steif ist und das Klebeband verzieht. Deswegen habe ich das nochmal ausgetauscht. Jetzt kann es losgehen. Ich beschneide mir erstmal die Ränder und dann walze ich es mit der 18er Walze ab. Los geht's! Die Walze muss erstmal noch eingearbeitet werden. Ich habe die gerade mal noch ausgewaschen. So, jetzt kommt der spannende Moment. Wir ziehen das Klebeband gleich ab und freuen uns über die scharfe Farbkante. Und das mal weg. So.
Also ich hoffe, man sieht es. Einwandfreie Farbkante. Einwandfreie Farbkante. So, die Leiter haben wir jetzt doch nicht gebraucht. Bau wegmachen. So, also einwandfreie Farbkante. Das Einzige ist da oben im Eck. Da habe ich wahrscheinlich das Klebeband nicht richtig angedrückt. Aber ansonsten bis auf das einwandfrei. Und das auf einer Wand, die ich erst vor 1,5 Stunden gestrichen hatte quasi. Also das ist echt der Hammer. Das ist echt top. So kannst du dann einfach in einem Tag alles fertig machen. Ich zeige euch jetzt gerade mal noch ein paar Nahaufnahmen. Und ja, würdet ihr das Klebeband benutzen? Würdet ihr das so machen? Oder schreibt mir mal in die Kommentare, wie macht ihr das, wenn ihr am gleichen Tag arbeitet? Also meine Empfehlung wäre tatsächlich, das 4333 von Tesa zu benutzen. Das hat jetzt echt super geklappt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht oder ob ihr das jetzt auch gerne mal testet nach meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann Daumen nach unten, dann aber gerne in die Kommentare, wieso es euch nicht gefallen hat. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video von mir mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!